Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt manche Leute, sie haben von ihrem Fasten nichts außer Hunger und Durst. Hadith ist authentisch. In einer anderen Überlieferung, ebenfalls authentisch, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla hat kein Interesse daran, an dem Fasten einer Person, der seine Zunge nicht kontrolliert. Derjenige, der lügt und lästert und beleidigt, Allah braucht seinen Fasten nicht. Allah braucht es sowieso nicht, aber erst recht nicht von einem. Also Allah braucht es sowieso nicht. Aber Allah will das gar nicht sehen, dass jemand fastet, aber mit seiner Zunge isst er das Fleisch der Gläubigen und lästert und ja. Deswegen, liebe Geschwister, im Ramadan wirst du ein Multimilliardär. Aber diese Milliarden, die kann man sich kaputt machen. Die kann man sich am Tag kaputt machen, wenn man Ramadan nicht richtig versteht und richtig fastet, indem man fastet, aber gleichzeitig macht man die ganze Zeit Sünden.